Hallöchen. Eigentlich wollte ich das Video anders machen. Ist egal, aber ich habe jetzt, glaube ich, den Fehler gefunden, beziehungsweise sehr stark eingegrenzt, wo der Fehler sein könnte. Bei diesem Commodore A520 RF-Modulator, den ich ja gezeigt habe, den ich umbauen wollte zu S-Video und ja nicht hinhaut, wo die Farbe nicht stimmt. Ich habe mir ein Testprogramm gedownloadet, womit ich die Farbbalken sehen kann. Rot, Grün und Blau. Rot ist da, Grün ist da, Blau fehlt. Rot ist relativ schwach, Grün ist sehr stark, Blau ist gar nicht da. Ich habe hier auch Spannung gemessen an der ganzen Geschichte. Achso, zu dem Plan nochmal. Das ist nicht original von Commodore. Das hat ein User irgendwann mal reverse engineert. Kommt zu 99% auch zu dem hin, was ich da habe. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die nicht so ganz passen, die sind aber nicht so wild. Hat mit der Funktion nichts zu tun. Der Plan ist eigentlich nur dafür da gedacht, um den umzubauen auf S-Video. Da gibt es dann hier noch einen anderen Plan zu öffnen. S-Video. Der würde dann so aussehen. Und die Änderung kann man dann auch noch sehen. Das Rote wäre komplett weg. Und das Blaue wäre dann da hinzugefügt, umgeändert, wie auch immer. Müssen wir jetzt nicht großartig beachten. Es geht ja um den Original-Dings. Ups, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Es geht ja um den Originalplan. Wo ist er denn jetzt hier? Standard, der jetzt so passt. Ich habe hier nämlich schon ein paar Messungen gemacht gerade und war eigentlich schon relativ lang am Quasseln, ist egal, aber ich habe mit einem Oszilloskop gemessen und habe zumindest schon mal eine Sache eingrenzen können, und zwar den hier. Ich mache mal den Plan noch mal einen kleinen Ticken kleiner. Und zwar wird hier ein Taktsignal von 4,433 MHz erzeugt. Das geht dann hier über den Transistor, über die ganze Geschichte auf XT1, den Pin 17. Das ist der Takt-Input. Ich kann mal das Datenblatt hier öffnen. Das wäre das Ding. Ein Color Television RGB Topal NTSC Encoder. Das ist das Blockdiagramm da drinne, und man sieht hier schon Oszillator in Pin 17, und dann kommt noch eins raus. Das IC ist heil, kann ich gleich so sagen. Was interessiert ist Pin 17, externer Subcarrier Input, On-Chip, bla bla bla. 0,5, 0,7 und 1 Volt. 0,5 ist das absolute Minimum, was rein muss. 0,7 ist typisch, und 1 Volt ist Peak-to-Peak, ist dann eben schon das Maximum, was der verträgt an dem Eingang. So habe ich den schon mal eingegrenzt, den Q2. Ich habe nämlich mit dem Oszilloskop gemessen am Kollektor. Am Kollektor habe ich eine Spannung von 1,1 oder 1,2 Volt Peak to Peak. Also Tastkopf hier an dem Punkt und Masse auf Ground. Der Tastkopf oder die Eingangsimpedanz vom Oszilloskop ist 1 Megahertz. Und siehe da, wenn ich das da messe, habe ich Farbe. Dann habe ich Rot, Grün und Blau. Zwar nicht sehr stark, nicht sehr hell, ist noch recht dunkel, aber die Farben sind schon mal da und sie stimmen dann auch. Also kann ja irgendwas hier mit der ganzen Geschichte nicht hinhauen, mit den ganzen Gedöns hier durch, mit dem hier, mit dem hier, mit dem hier kann was nicht hinhauen und dem hier. Und ups. Ich habe noch nebenbei noch mal gemessen, wenn ich da oben messe und hier unten an Pin 17.
Erstmal flackert das Bild und tut in etwa dasselbe wie der Kompositausgang auf dem Amiga selbst. In etwa. Aber darum geht's nicht. Ich habe hier nämlich an dem Pin gemessen. Ungefähr. Ich kann es nur eingrenzen, weil ich habe das nicht so ganz genau. Aber 0,03 Volt. Peak to Peak. An dem Punkt hier unten, an XT1, 0,03 Volt, Peak to Peak. Und ich habe eben gesagt, Minimum ist 0,5. Der Chip ist hoffnungslos untersteuert. Der Taktsignal kommt nicht richtig an, das ist zu gering. Also stimmt hier irgendwas mit dem Kondensator nicht. Mit dem hier kann was nicht stimmen. Der kann den Wert geändert haben. Der kann was nicht stimmen, der kann was nicht stimmen oder schlichtweg ist der kaputt. Der hängt hier über R1 an 5 Volt, kommen in etwa hier, schon mal ausgerechnet, 4,7 Volt circa an dem Punkt hier. Circa 0,7 Volt, wenn ich das so ausrechne, an 5 Volt. Kommt da so raus. Und also Peak to Peak ist AC-Kopplung, ne? Was da DC da rauskommt, weiß ich nicht, aber auf AC eben 1,1 Volt Peak to Peak. Also kann hier irgendwas mit den ganzen Bauteilen nicht stimmen. Mit der L2 denke ich mal nicht, weil eine Spule ist einfach nur ein Draht. Sollte seinen Wert nicht ändern, aber ein Kondensator kann kaputt gehen, auch wenn es alles Keramikkondensatoren sind. Genauso wie der hier unten. Oder die Widerstände haben ihren Wert geändert. Oder einer ist so hochohmig geworden, dass da nichts mehr durchgeht oder was auch immer. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Natürlich ist das jetzt sehr scheiße, das alles auszuloten und nachzumessen, weil in der Schaltung selbst messen verfälscht die Werte. Also stimmt das Taktsignal hier unten an Pin 17 nicht. Das sind 4,43 Megahertz mit, was hatte ich hier? Da kommt ein Clocksignal, kommt da rein, das ist irgendwas auch irgendwo im Megahertz-Bereich, wie auch immer. Hier steht C1 negative, das kommt hier alles rum. Kommt hier irgendwo hinten raus und kommt, glaube ich, mit auf die 5 Volt mit oben drauf. Vielleicht auch nur damit der hier anschwingt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist ein Oszillator eigentlich, da müsste eigentlich so hinhauen. Hier unten habe ich nichts messen können. Basis hatte. Ich habe es gemessen mit einem Multimeter. Habe ich gemessen hier an dem Punkt zu Ground 0,66 Volt. Gleichspannung. Sollte vielleicht hinhauen. Ich weiß nicht, was da an AC noch rauskommt. Könnte aber hinhauen. Aber hier oben da kommt ein schönes Signal raus. Also das ist wirklich Sinuswelle, aber hier unten kommt so gut wie gar nichts raus. So, dann werde ich mir das jetzt mal angucken, damit ihr mal wisst, was ich hier gerade gemacht habe. Und wie gesagt, ich muss hier erstmal grundlegend das Ding zum Funktionieren kriegen, weil ich mir nämlich hier kommt der Komposit raus. Der wird ja dann als Chroma und hier hinten, das wird Luma werden. Chroma und Luma, Chrominanz und Luminanz. Und wenn die zwei Signale schon nicht stimmen, brauche ich das gar nicht auf S-Video umbauen. Dann wird da auch nichts rauskommen, solange die beiden nicht hinhauen. Weil die beiden teilen sich dasselbe Signal. CVBS, da kommt das
Kompositsignal raus, geht auf die Basis, geht auf die Basis. Das geht direkt zum Komposit. Und das hier unten geht in den RF-Out und kommt raus. Achso, noch eine Sache. Ich habe hier mal über den Antennenanschluss mal den Fernseher angeschlossen. Das Bild sieht besser aus als das Bild. Das ist sehr verrauscht und hast du nicht gesehen, als das. Aber ich schätze mal, das liegt hier auch an, ja, denke mal, hier ist nämlich noch eine Spule, die fliegt nämlich raus, dass das damit zusammenhängt noch nebenbei. VCC Ground, C Out, irgendwie hängt das da noch mit zusammen. Ich werde mir die ganzen Teile angucken. Es gibt noch ein Mod auf S-Video, da brauche ich ein IC zu, ein AD740, glaube ich, heißt der. Kriege ich über China für ungefähr 2 Euro, aber lange Wartezeit. Ich weiß nicht, wie es mit Steuern und so weiter aussieht. Und wenn ich ihn hier in Deutschland kaufen will, Mouser, DigiKey oder die anderen Derivate, die da sowas anbieten, kostet ein IC um die 17 Euro. Und das ist doch wohl heftig. Das kann doch nicht sein. 17 Euro für so ein IC, so ein RGB zu ja, S-Video oder Komposit oder was er macht. Das ist ein Umwandler RGB zu Dings-Video-Geschichte. Gut, ich werde mir das anmelden. Ich würde dann ein weiteres Update bringen, wenn das soweit fertig ist, wenn ich dann genau rausgefunden habe, was das ist. Ich werde mir jetzt erstmal die Kondensatoren hier angucken. Die habe ich jetzt in den Größen, glaube ich, nicht da. 47 Pico könnte sein, sonst müsste ich zwei Parallelen nehmen, dann hätte ich 44 Pico. Was ist das hier? Das sind 10 Nano. 0,01 μ. Das sind 10 Nano. Und das sind 1 Nano. Also Nano-Fahrrad weiß ich nicht, ob ich die habe. Aber Pico-Fahrrad könnte ich da haben. Müsste ich gucken. Gut, aber ich würde mich dann nochmal melden, noch ein Update bringen, wenn ich dann raus habe, was es ist. Ich gucke mir auch nochmal den Transistor an, ob ich den nicht durch ein BC547 tauschen kann, ob das vielleicht hinhaut. Falls der hier defekt ist, ich werde ihn mal versuchen auszulöten und zu messen, was der Tester sagt, aber grundsätzlich haut er hin. Aber mal gucken, mal schauen. Also dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Teil hier drüber.